Willkommen zur Trailer Rotation, diesmal mit einem Fokus auf die neuen Videos zu kommenden Open-World-Spielen. Den Anfang macht Chernoblite, das neue Spiel von Farm 51, den Get-Even-Entwicklern. Der Trailer zeigt erstmals Gameplay aus dem Open-World-Shooter, der euch das Sperrgebiet um den zerstörten Kernreaktor von Tschernobyl erkunden lässt und dabei auf eine intensive, aber nicht linear erzählte Story mit Horror- und Sci-Fi-Elementen setzen will. Die Veröffentlichung des PC-Spiels ist für den Herbst 2019 geplant. Von Towers habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört, aber vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, nachdem ihr diesen ersten Prototyp-Trailer gesehen habt. Ich bin jetzt nämlich wahnsinnig gespannt auf das neue Open-World-Spiel vom Indie-Entwickler Dreamlit Entertainment. Was wir in diesem Trailer sehen, wurde im Kern von 6 Entwicklern in 12 Monaten umgesetzt. Das Team hinter Towers besteht übrigens zum großen Teil aus den Machern des Mac-Action-Spiels Hawken. Und wie ihr hier schon sehen könnt, auch ihr neues Projekt sieht richtig gut aus. Allerdings zeigt das Video eine sehr frühe Version des Spiels. Es gibt bislang weder einen Release-Termin, noch wissen wir, ob das Spiel für PC, PS4, Xbox One oder Nintendo Switch rauskommt. Oder vielleicht sogar erst für die nächste Konsolengeneration. Auf der offiziellen Webseite wird das Spiel mit den 4 Worten Explore, Build, Defend, Together nur ganz knapp beschrieben. Also erkunde, baue, verteidige. Und das alles zusammen. Und wie man im Trailer sieht, wird man mit anderen Spielfiguren eine riesige Fantasy-Welt erkunden. Man wird Kreaturen jagen oder auch angeln und kann sogar auf Lebewesen reiten. Das Video zeigt auch, dass man an den ganz großen Viechern hinaufklettern kann. Außerdem spielt der Aufbau einer Siedlung wohl eine sehr wichtige Rolle. Passt ja, schließlich ist ja das zweite Wort auch Build. Richtig spannend wird der Trailer im letzten Drittel, wenn man einige der größten Kreaturen sieht und auch den Kampf gegen eine riesige humanoide Maschine oder was auch immer das sein soll. So richtig kann ich mir das Ding noch nicht erklären. Tja, und natürlich gilt auch bei diesem Trailer erstmal abwarten und Tee trinken. Wer weiß, was davon am Ende im fertigen Spiel landet. Aber spannend sieht Towers auf jeden Fall aus. Finde ich zumindest, nachdem ich diesen Trailer gesehen habe. Vom Open-World-Action-Adventure Pine gab es lange kein neues Material mehr zu sehen. Doch jetzt wurde das Spiel neben dem PC auch für den Nintendo Switch angekündigt. Und deshalb gab es diesen neuen Trailer mit Ingame-Grafik. Leider gibt es an dieser Stelle kein richtiges Gameplay, deshalb mal hier kurz zur Erklärung. In Pine steuert man einen Menschenjungen in einer lebendigen Fantasy-Welt mit unterschiedlichen Fraktionen von Lebewesen. Man muss eine neue Heimat für den eigenen Stamm finden und dazu Teil der Welt werden, ob nun durch Handel, Gespräche, Kampf oder Erkundung. Aber egal was man macht, die Welt von Pine, die in 6 Regionen aufgeteilt ist, dreht sich auch ohne das Zutun des Spielers weiter. So kämpfen verschiedene Spezies um Essen, um Territorien, schmieden Allianzen und verteilen Quests. Pine soll im August für PC und Switch rauskommen. Der Open-World-Shooter Rage 2 kann in Deutschland ohne Schnitte mit einer USK-Altersfreigabe ab 18 Jahren veröffentlicht werden. Die Entwickler zelebrieren das mit einem Trailer, der zeigt, wie Rage 2 mit zensierten Gewaltszenen aussehen hätte können. Und danach zeigen sie, wie es nun tatsächlich aussehen wird. Rage 2 kommt am 14. Mai für PC, PS4 und Xbox One raus und wird größtenteils von den Machern von Just Cause entwickelt. Für das kommende Open-World-Spiel vom deutschen Entwicklerstudio Jaga gab es auch einen neuen Trailer.
In The Cycle erkundet man allein oder im Team einen Alien-Planeten auf der Suche nach Quests und Ressourcen und kämpft dabei gegen jede Menge Kreaturen. Einige davon zeigt das Video hier schon. Bis zu 20 Spieler können in einer Instanz des Planeten unterwegs sein und haben 20 Minuten Zeit, um möglichst viele Missionen zu beenden und Zeug zu sammeln. Der besondere Dreh ist die Möglichkeit, seinen Mitspielern in den Rücken zu fallen und so aus dem PvE-Shooter ein PvP-Erlebnis zu machen. Das soll besonders zum Ende einer Runde passieren, wenn alle Spieler zu einem Rettungsschiff fliehen, bevor ein Sturm die Oberfläche verwüstet. Vom 28. bis zum 30. März wird es einen Alpha-Test von The Cycle auf dem PC geben. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung. Der Release des Spiels ist noch für dieses Jahr geplant, zumindest auf dem PC. Neu ist Sea of Thieves natürlich nicht, aber zum einjährigen Geburtstag wurde das große Anniversary-Update für den 30. April angekündigt. Und der kurze Trailer zeigt ein paar der Neuerungen. Beispielsweise das Fischekochen, Angeln oder die Möglichkeit, die Masten von Schiffen zu zerstören. PvP-Schlachten wird es zudem bald in geordneter Form in der Arena geben und außerdem soll es endlich richtige Story-Quests geben. Und da kann ich nur sagen, her damit! Die Veröffentlichung von The Sinking City wurde zwar gerade erst auf den 27. Juni verschoben, aber es gab vor einigen Tagen noch diesen ausführlichen Gameplay-Trailer zum Open-World-Spiel von Frogwares, dem Team hinter den Sherlock Holmes-Spielen. Bei dieser Vergangenheit wundert es dann auch kaum, dass auch The Sinking City ein Detektivspiel ist, allerdings in einer von den Lovecraft-Geschichten inspirierten Welt in den 1920er Jahren. Man spielt den Privatermittler und Kriegsveteran Charles Reed, der mit zunehmenden Wahnvorstellungen kämpft und auf der Suche nach einem Gegenmittel in die Open World der Stadt Oakmont kommt, einem Ort, der nicht nur mit einer übernatürlichen Flut, sondern auch mit jeder Menge Monstern zu kämpfen hat. Der Trailer zeigt viele Ingame-Szenen und auch die Menüs und lässt uns auch mal die Dialoge hören. The Sinking City setzt dabei ganz auf die Detektivarbeit der Spieler und gibt keine direkten Wegpunkte oder Lösungen vor. Aber ich lasse das mal die Entwickler selbst erklären. With The Sinking City, we put the detective experience first. This means zero handholding from the game. There are no straightforward tasks and no objectives on the map to follow. We will never tell you how to approach a quest. Where you should go, what to look for, who you should accuse. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. As you explore crime scenes and find evidence, all information goes into your trusted casebook. Here, you can review and analyze it, if you're in need of a eureka moment. Some evidence is pretty straightforward, lying around the gruesome consequences of someone's misdeeds. Others need a more intricate approach. In Oakmont, the veil between the mundane and supernatural is especially thin. Mr. Reed himself is no stranger to the paranormal. In fact, he has some useful tricks up his sleeve that can reveal the spell-covered traces of morally impaired perpetrators. I surrender. Take me and let my people leave. One of these skills, retrocognition, allows him to sneak a peek beyond the veil. Extremely useful. It helps understand what exactly happened and how, if you're clever enough to crack this riddle. And if you know detectives, you know how much time they spend doing research. So don't be too shy to talk to fellow lawmen. Let me be frank, newcomer. You ain't welcome. You slip up, don't cross a T or dot an I, and I'll treat you like every other criminal here. Never mind. Reed is a stranger in a strange land. Anyhow, most institutions in the city are in complete disarray. You can still use their records, which is a lifesaver for a detective in need. Keep in mind that the different institutions provide different knowledge. Think where to look, and you'll crack your case in no time.
But what is investigation without the ability to piece clues together and try out different theories? That's what Mind Palace is for. The fans' favorite feature from our Sherlock Holmes games makes a comeback. But unlike Sherlock, the sinking city has no right or wrong answers, just different shades of black. So, if you're about to destroy someone's life, well, make sure you have a damn good reason. So, as you can see, at its core, The Sinking City is an investigation game. We want you to feel like a real detective, digging up all the dirty secrets this wretched place likes to keep hidden. Das war eine Trailer-Rotation mit Fokus auf die neuen Videos zu aktuellen und kommenden Open-World-Spielen. Ich hoffe, es war informativ für euch und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann!